Und ich rufe den Tagungsordnungspunkt 8 auf. Das ist die Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel IP-Adressen rechtssicher speichern und Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen. Nehmen Sie bitte Ihre Plätze entsprechend ein, dass wir fortführen können. Für die Aussprache ist eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Und ich eröffne auch die Aussprache. Nehmen Sie bitte Platz, diejenigen, die der Debatte folgen wollen, und die anderen verlassen bitte den Plenarsaal oder nehmen weiter hinten Platz. Ein bisschen Ruhe haben, dass wir der ersten Rednerin auch folgen können. Es gilt auch für die Kollegen der Unionsfraktion, liebe Frau Dammerow, lieber Herr Müller. Wäre gut, wenn wir Plätze einnehmen. Dann können wir nämlich in der Debatte beginnen. Und die erste Rednerin ist die Kollegin der CDU-CSU, Andrea Lindholz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Schutz von Kindern vor Gewalt und Missbrauch ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Kinder können sich nicht zur Wehr setzen und leiden meist ein Leben lang unter den Folgen sexuellen Missbrauchs. Dieses Zitat der ehemaligen unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch, Frau Dr. Christine Bergmann, macht klar, worum es in der Debatte heute geht. Wir debattieren heute darüber, wie wir die fast 14 Millionen Kinder und Jugendlichen in Deutschland mit einem ganz konkreten Vorschlag besser vor sexuellem Missbrauch schützen können. Der Europäische Gerichtshof hat in der letzten Woche ein seit langem erwartetes Urteil verkündet. In diesem Urteil hat er klargestellt, dass zur Bekämpfung schwerer Kriminalität eine befristete, anlasslose Speicherung von IP-Adressen zulässig ist. Und genau das fordern wir heute auch in unserem vorliegenden Antrag. Der Europäische Gerichtshof hat in mehreren Urteilen, wie auch in diesem aktuellen Urteil, klargestellt, und da sind wir uns hier sicherlich alle einig, dass es sich bei sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen um ein abscheuliches Verbrechen handelt und vor allen Dingen um schwere Kriminalität. Und auch die Herstellung und Verbreitung von Fotos und Videos von diesen widerlichen Taten gehört zweifellos zur schweren Kriminalität dazu. Warum ist aber gerade hier die IP-Adressenspeicherung so dringend notwendig? Das Internet, es hat dazu geführt, dass Kinderschänder diese Fotos und Videos viel einfacher verbreiten können. Mit mehr als 39.000 Fällen im Jahr 2021 haben sich die Fallzahlen im Vergleich zu davor quasi verdoppelt. Es sind sage und schreibe 15.000 Fälle sexuellen Kindesmissbrauches im vergangenen Jahr beim Bundeskriminalamt verzeichnet worden. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind nur die bekannten Fälle. Es zeigt sich also, es gibt dringenden Handlungsbedarf. Die Aussage der Ermittler, also der Praktiker zu diesem Thema, die sind eindeutig. Erstens sagen sie, die IP-Adresse des Computers oder des Endgerätes, mit dem eine entsprechende Datei erworben, verbreitet, weitergegeben oder bereitgestellt wird, ist meistens der einzige Ermittlungsansatz für die Ermittler. Das sieht im Übrigen auch der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil so, und ich darf daraus zitieren, auszugsweise: Zur Bekämpfung von sexuellem Missbrauch, Kinderpornografie und Ausbeutung von Kindern und so weiter. Die IP-Adresse kann der einzige Anhaltspunkt sein, der es ermöglicht, die Identität der Person zu ermitteln, der diese Adresse zugewiesen war, als die Tat begangen wurde. Das sagt und schreibt der Europäische Gerichtshof. Zweitens. Immer wieder kann die IP-Adresse einem konkreten Endgerät nicht mehr zugeordnet werden, weil die Daten bereits gelöscht sind. In den vergangenen 5 Jahren konnten so 19.550 Hinweise auf sexuellen Missbrauch in Deutschland nicht aufgeklärt werden. Drittens. Wir brauchen daher eine
mehrere Monate dauernde Speicherpflicht. Wir schlagen 6 Monate vor. Wir brauchen das, um Kinderschänder und ihre Netzwerke aufzudecken und auch um laufenden sexuellen Missbrauch zu verhindern. Und schließlich viertens. Der sogenannte Quick-Freeze-Vorschlag der FDP, der besagt, dass man erst bei einem konkreten Verdacht eine IP-Adressenspeicherung zulassen soll, der ist und bleibt ein Placebo. Auch die Ermittler teilen uns ganz klar mit, mit diesem Vorgehen würden viele Ermittlungen ins Leere laufen. Denn Daten, liebe Kolleginnen und Kollegen, die schon gelöscht wurden, die können auch nicht mehr eingefroren werden. Es war mit der SPD in der vergangenen Legislaturperiode nicht möglich, eine Neuregelung zu fassen. In der Zwischenzeit hat aber Frau Bundesinnenministerin Faeser offensichtlich nach Rücksprache mit den Praktikern die Notwendigkeit der IP-Adressenspeicherung erkannt. Umso beschämender für die Opfer und für diejenigen, die wir vor sexuellem Missbrauch schützen wollen, ist es aber, dass die FDP, allen voran mit ihrem FDP-Justizminister, sich nach wie vor gegen die von uns geforderte IP-Adressenspeicherung ausspricht, gerade auch erst wieder in dieser Woche. Obwohl Herr Buschmann selbst hier in diesem Haus noch in der letzten im Mai bei der Regierungsbefragung Folgendes gesagt hat, er wolle den Ermittlungsbehörden Instrumente angeben, die an die Hand geben, die sie wirklich nutzen können. Das wollen sie offensichtlich nicht. Er hat ausdrücklich mitgeteilt, dass man die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes akzeptieren sollte. Ja, dann akzeptieren Sie die Entscheidung und machen Sie Gebrauch von der Möglichkeit der IP-Adressenspeicherung. Sie haben gerade geklatscht. Ich will ihm zum Abschluss nur eins sagen. Dieses Klatschen ist beschämend für alle Opfer und für alle diejenigen, die wir schützen wollen. Und am Ende muss der Bundeskanzler ein Machtwort sprechen, wenn bei Ihnen Datenschutz vor Täterschutz gehen soll. Herr Kollege Höferlin, möchten Sie eine Kurzintervention, weil die Redezeit schon vorbei war? Okay. Dann ist die nächste Rednerin in der Debatte die Kollegin Sonja Eichwede der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vor fast genau einem Jahr wurde der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Erstmalig gewählte Abgeordnete wie ich haben in diesem Jahr sehr, sehr viel gelernt, auch viele Routinen, auch die Routine, dass die Union durch ihre Anträge immer wieder versucht, komplexe gesellschaftliche Probleme mit einfachen Lösungen zu beantworten. Aber diese einfachen Lösungen gibt es bei komplexen Problemen nicht. Diese komplexen gesellschaftlichen Probleme brauchen gerade differenzierte Antworten, gerade in einem Rechtsstaat, damit sie auch rechtssicher sind. Und das hat doch zuletzt die Entscheidung des EuGHs auch gezeigt. Wir reden hier in der Tat über eines der sensibelsten gesellschaftlichen Probleme. Wir reden über den Schutz unserer Kinder, wir reden über den Schutz von Grundrechten und wir reden über die Befugnisse unserer Ermittlungsbehörden, um eben diese Grundrechte zu schützen, die Grundrechte der gesamten Bevölkerung ebenso wie die Grundrechte unserer Kinder, die es auch gibt, sehr geehrte Unionsfraktion. Deshalb versuche ich jetzt mit etwas Ruhe und Differenziertheit in die Debatte einzusteigen. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder müssen wir bekämpfen. Wir brauchen dafür natürlich auch technische Lösungen und wir brauchen dafür aber auch eine Stärkung der Prävention gegen diesen sexuellen Missbrauch. Der wichtigste Punkt ist dabei die Rechtssicherheit und die Effektivität dieser Instrumente, eine Rechtssicherheit, die es in den letzten Jahren eben nicht gab und die auch durch die höchstrichterliche Rechtsprechung immer wieder
betont wurde. Deshalb müssen wir eine Antwort finden, neben der nun rechtswidrig festgestellten Vorratsdatenspeicherung, die anlasslos war, die eben kein effektives Mittel zur Bekämpfung von sexuellem Missbrauch gegen Kinder war. Zuletzt hat das Urteil des EuGHs dieses festgestellt. Die anlasslose Speicherung technischer Daten durch Anbieter ist nicht rechtssicher. Deshalb wollen wir sehr schnell und sehr klar eine anlassbezogene Speicherung schaffen, um die Aufklärung von schweren Straftaten entsprechend zu gewährleisten. Wir brauchen einen Ausgleich zwischen den betroffenen Freiheitsrechten und der Sicherheit. Wir brauchen eine solide Verhältnismäßigkeitsprüfung und eine effektive Bekämpfung von Straftaten bei Kindesmissbrauch. Daran arbeitet sowohl das Bundesinnenministerium als auch das Justizministerium, um die seit Jahren andauernde Rechtssicherheit durch nun effektive Konzepte endlich wiederherzustellen. Deshalb ist es sehr, sehr gut, dass die Bundesregierung bereits jetzt an einem Konzept für Quick Freeze arbeitet und schnell einen Gesetzesvorschlag vorlegen wird. Wir arbeiten daran, das Urteil entsprechend umzusetzen, und wir werden dabei auch zugleich alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen und weitere prüfen, um schwerste Straftaten und Kriminalität eben entsprechend rechtssicher zu bekämpfen. Zudem wollen wir mit der Login-Falle ein ergänzendes Instrument schaffen, um Täterinnen und Täter zu identifizieren. Dies sind erste wichtige Schritte bei der Bekämpfung von schwerster Kriminalität. Und hier stehen wir selbstverständlich auch im Austausch mit unseren Ermittlungsbehörden, um eben in der Praxis technisch umsetzbare und gute Instrumente zu finden und zu schaffen, die es bisher so entsprechend nicht gab. Aber auch die Ermittlungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden müssen wir eben technisch und personell insbesondere besser ausstatten, um in dem Bereich von sexuellem Missbrauch, von Hetze im Netz, von Cyberstraftaten und Terrorismus besser die Kriminalität bekämpfen zu können. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Union, dabei haben wir gerade keine Scheuklappen auf. Wir suchen aber nach rechtssicheren Wegen, was eben gerade mit Ihnen in der Großen Koalition nicht möglich war. Aber um in dieser Debatte auch wirklich sachlich zu bleiben, lohnt sich auch ein Blick auf die Zahlen. Betonen möchte ich dabei, dass natürlich jede Straftat und jede nicht aufgeklärte Straftat auch zu viel ist. Aber waren es 2016 noch 39,8% der strafrechtlich relevanten Meldungen von IP-Adressen, die keinem Anschluss zuordnenbar war, so waren es 2021 nur noch 3,4%. 3,4%, ich wiederhole, von daher ist es doch gerade so, dass die Instrumente, die wir haben, die wir noch ausbauen werden, und den Ansatz, den wir verfolgen, dass er wirkt bei der Kriminalitätsbekämpfung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das entspricht gerade nicht dem Bild, was Sie hier zeichnen wollen. 96% sind zwar immer noch 4% zu viel, aber eine Zahl, die sich zeigen lässt, an der wir weiter arbeiten werden mit den entsprechenden Instrumenten. Und das wissen Sie auch durch eine parlamentarische Anfrage, die Sie, Herr de Vries, an den Staatssekretär Saathoff vor kurzem gestellt haben. Lassen Sie mich aber auch noch darauf kommen, dass bei der Bekämpfung eben dieser Kriminalität es auch sehr wichtig ist, präventiv vorzugehen, um eben gerade den sexuellen Missbrauch von Kindern zu bekämpfen. Dafür brauchen wir eine bessere gesellschaftliche Sensibilisierung, eine Stärkung der Beauftragten für Kindermissbrauch, bessere Schutzkonzepte in Kitas und Schulen. Und insgesamt müssen wir hervorheben, dass Kinder
Träger von Rechten sind und Träger von Grundrechten sind und sie doch am besten geschützt werden, wenn eben diese Kinderrechte auch im Grundgesetz verankert werden. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion, Sie sind herzlich eingeladen, eben unserem Vorhaben, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, entsprechend auch zuzustimmen. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Fabian Jacobi das Wort. Entschuldigung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, unser Strafgesetzbuch sieht vor, dass ein Straftäter, der zu einer erheblichen Haftstrafe verurteilt wurde, nach seiner Freilassung der Führungsaufsicht unterliegt. Im Rahmen der Führungsaufsicht kann das Gericht die Anwendung einer sogenannten elektronischen Fußfessel anordnen. Der Entlassene wird mit einem Peilsender ausgestattet, den er nicht ablegen darf und über den sein Aufenthaltsort ständig feststellbar ist. Dass diese Maßnahme konsequent angewandt weitere Straftaten erschweren oder verhindern kann, liegt nahe. Jemand, der genau weiß, dass alle seine Bewegungen überwacht werden, der wird sich sehr genau überlegen, ob er Regeln übertritt. Tut er es aber dennoch, dann ist die Aufklärung und Bestrafung seiner Taten um vieles leichter, als sie es sonst wäre. Läge es da nicht ebenso nahe, diese unzweifelhaft effektive Methode zur Reduzierung von Straftaten einfach zu verallgemeinern und jedem Bürger, beispielsweise mit der Einschulung, einen solchen Sender zu verpassen? Wenn allgemein die Bewegung und der jeweilige Aufenthaltsort aller Menschen aufgezeichnet würden und entsprechend nachvollzogen werden könnten, wenn es sich als nötig erweisen sollte? Natürlich würden die so gespeicherten Daten streng geschützt, der Zugriff darauf nur ausgesuchten staatlichen Stellen unter klar definierten Voraussetzungen erlaubt. Abwegig? Na klar. Aber effektiv wäre es schon, nicht wahr? Wie viele Straftaten könnten auf diese Weise aufgeklärt oder von vornherein verhindert werden? Wollen Sie sich mitschuldig an diesen Taten machen, indem Sie sich dieser kleinen Lästigkeit verweigern? Ihre Freiheit würde dadurch gar nicht eingeschränkt. Sie könnten ja weiterhin gehen, wohin Sie wollen. Es würde halt nur aufgezeichnet, wo Sie hingehen. Tut niemandem weh, nur den Tätern unter uns. Und Sie sind ja kein Täter, oder doch? Genug der Grotesken, ist man versucht zu sagen. Nur so grotesk ist eben diese Vorstellung doch nicht. Es ist halt so, dass die Frage, wo wir uns körperlich aufhalten und bewegen, mittlerweile weniger über uns aussagt als die Frage, wo und wie wir uns in der Parallelwelt des Internets bewegen. Und bezogen auf das Internet haben die beiden ehemaligen Volksparteien Vorstellungen entwickelt, die leider in die Richtung gehen, dort alle Menschen vorsorglich unter staatliche Führungsaufsicht zu stellen, wie verurteilte Straftäter. Speziell die Christlich-Sozialdemokratische Union, über deren Antrag wir hier beraten, hat zu dem Vorhaben einer allgemeinen und anlasslosen Überwachung im Internet ein fast schon fetischistisches Verhältnis entwickelt. Sie versuchen unablässig wieder und wieder entsprechende Ideen zur Realität zu machen. Sie laufen dabei immer wieder vor die Wand, lernen aber nichts daraus, sondern stehen auf und nehmen Anlauf für den nächsten Versuch. Schon 2010 hat das Bundesverfassungsgericht den damaligen Versuch gestoppt und nun hat vor wenigen Tagen der EuGH befunden, dass auch die letzte Version ihres Überwachungsgesetzes rechtswidrig gewesen ist. Und prompt kommt hier der nächste Antrag, der uns auffordert, nun müssten wir aber doch endlich wenigstens die Lücken nutzen, die der EuGH nach ihrer Lesart dafür gelassen hat. Nein, müssen wir nicht. Dass der EuGH der Meinung ist, eine anlasslose Speicherung von IP-Adressen sei unter bestimmten Bedingungen mit den Vorschriften der EU vereinbar, das bedeutet doch nicht, dass wir jetzt automatisch das Maximum dessen ausreizen müssten, was danach vielleicht gerade noch geht. Nein, wir müssen vielmehr in eigener Verantwortung entscheiden, welcher grundsätzlichen Vorstellung von unserer Gesellschaft wir folgen wollen. Eine freiheitliche Gesellschaft behandelt nicht ihre Bürger vorsorglich wie Straftäter. Und deshalb darf die allgemeine und anlasslose Überwachung keine Option sein, und zwar weder im realen Leben noch im Internet. Wenn das Justizministerium, wie angekündigt, einen konkreten Vorschlag für eine anlassbezogene Datensicherung im Internet vorlegt, werden wir uns das genau ansehen, und dann werden wir dem möglicherweise auch zustimmen. So wie die CDU-CSU das hier fordert, allerdings sicherlich nicht. Vielen Dank.
für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Denise Lob. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, liebe CDU-CSU-Fraktionen, uns eint das Ziel, Kinder vor sexualisierter Gewalt effektiv schützen zu wollen. Dann hört es aber leider auch schon auf. Und schade, dass Herr Merz bei dieser wichtigen Debatte und bei diesem wichtigen Thema lieber in der letzten Reihe sitzt und sich unterhält. Dass Sie in Ihrem Antrag immer noch von kinderpornografischem Material sprechen, zeigt, Sie haben sich ganz offensichtlich trotz einer 15-jährigen Debatte nicht eingehend mit der Thematik beschäftigt. Diese Begrifflichkeit wird aus guten Gründen seit Jahren nicht mehr verwendet. In der Fachwelt spricht man schon lange von Darstellung sexualisierter Gewalt. Und auch sonst hinken Sie derzeit meilenweit hinterher. Denn anstatt die Ideen voranzubringen, die wir gesamtgesellschaftlich Kinder online wie offline vor sexualisierter Gewalt schützen können, verfolgen Sie immer noch die längst überholte Vorratsdatenspeicherung, jetzt in Form der IP-Adressen, die mit geltendem Grundrecht schlicht unvereinbar sind. Und Sie rennen immer gegen die gleiche verfassungsrechtliche Wand, und ich habe dafür keinerlei Verständnis. Denn es ist eine Scheindebatte, die auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen wird und in dieser Form niemandem hilft. Sie lenkt davon ab, dass wir endlich zielgerichtete Maßnahmen zur Abwehr von konkreten Gefahren brauchen. Und dabei geht es mit der CDU durchaus auch anders. Das zeigen Ihre Kolleginnen aus Schleswig-Holstein. Dort wird auf 1,5 Seiten des Koalitionsvertrags dezidiert beschrieben, mit welchen Maßnahmen Kinder vor sexualisierter Gewalt geschützt werden können. Und das schwarz-grüne Bündnis hat keine Sekunde auf die unnütze Vorratsdatenspeicherung und die Speicherung der IP-Adressen verschwendet. Stattdessen haben wir uns gemeinsam sehr klar und gerade mit Blick auf die Darstellung sexualisierter Gewalt an Kindern für tatsächlich effektive Instrumente zur Strafverfolgung ausgesprochen. Zum Beispiel durch das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren. Für dieses Verfahren spricht sich übrigens auch der Deutsche Kinderschutzbund aus. Und ich habe es in meiner letzten Rede zu diesem Thema schon erklärt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Wir müssen den Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern umfassend betrachten. Und das tun wir als Ampelkoalition. Unser gemeinsames Ziel müsste es doch sein, dass möglichst keine Taten passieren. Aber zu Prävention und Aufarbeitung kein Wort in Ihren Antrag. Dabei geht es darum, wie wir die Kooperation von allen für den Kinderschutz wichtigen Institutionen voranbringen können, wie wir funktionierende Schutzkonzepte in allen Bereichen, in denen sich Kinder und Jugendliche bewegen, etablieren, wie wir alle Menschen für das Thema und die Gewalt, die Kinder und Jugendlichen angetan wird, sensibilisieren und wie wir die Arbeit der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und der unabhängigen Aufarbeitungskommission stärken. Arbeiten Sie daran endlich mit uns zusammen. Und wenn ich auch noch eine Anmerkung zum aktuellen Haushaltsentwurf loswerden darf, wenn Sie ganz konkret was tun möchten, reden Sie mit Ihren Haushältern. Die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs hat eine wegweisende Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne erarbeitet. Dafür sind die Mittel im kommenden Haushalt noch nicht abgesichert. Und hier können wir als ParlamentarierInnen Akzente setzen, die im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern wirklich wirksam sind. Vielen Dank. Für die Linke hat das Wort Anke Domscheit-Berg. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen! Täglich grüßt das Murmeltier, so kommentierte das der Logbuch-Netzpolitik-Podcast, das 12. Gerichtsurteil zur Rechtswidrigkeit irgendeiner Vorratsdatenspeicherung. Es war das 5. Urteil dazu vom Europäischen Gerichtshof. Die CDU hat aber auch diesmal nichts draus gelernt. Die Tinte auf dem Urteil war noch gar nicht trocken. Da kam sie schon mit einem neuen Vorschlag um die Ecke, nämlich einer anlasslosen Speicherung von IP-Adressen.
Ja, es stimmt, der EuGH hat kleine Spielräume gelassen, aber drei Voraussetzungen gelten auch dann. Eine Überwachungsmaßnahme muss nämlich dreierlei sein. Erstens geeignet, zweitens angemessen und drittens verhältnismäßig. Ich mache da gerne mal die Erklärbären für die CDU. Erstens ist sie geeignet. Zweck dieser Maßnahme soll sein, Bilder von sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Internet zu verfolgen. Wie die CDU aber kürzlich auf ihre eigene schriftliche Frage von der Bundesregierung erfuhr, gab es 2021 bei 96% dieser Straftaten kein einziges Problem mit den IP-Adressen. Nur in 3,4% der Fälle war eine fehlende IP-Adresse überhaupt ein Ermittlungshindernis. Nehmen wir mal an, alle IP-Adressen wären gespeichert. Wie wahrscheinlich ist es, dass derartige Straftäter zu Hause ihren privaten Laptop benutzen und ihren eigenen Telekom-Internetanschluss? Straftäter haben keinen Bock auf Knast und sind clever genug, entweder einen öffentlichen Internetanschluss zu benutzen oder aber einen Tor-Browser. Der verschleiert nämlich ihre IP-Adresse. Die IP-Adressen, die sie da erfahren werden, führen ins Leere, aber nicht zum Straftäter. Die Maßnahme ist mithin nicht geeignet. Wäre sie denn angemessen? Angemessen ist eine Überwachungsmaßnahme dann, wenn es keine Alternative gibt, die weniger Grundrechte verletzt. Wenn es in 96% aller Fälle schon ohne geht und es mit Quick Freeze zusätzlich in Einzelfällen eine weniger grundrechtsverletzende Variante gäbe, ist die Speicherung aller IP-Adressen eben auch nicht angemessen. Für die Verhältnismäßigkeit vergleicht man den Nutzen mit dem Ausmaß der Grundrechtsverletzung. Wir haben also auf der einen Seite einen Nutzen von ungefähr null, auf der anderen Seite die Grundrechtsverletzung permanent von 83 Millionen Menschen in Deutschland. Das ist ganz klar auch für Dummies nicht verhältnismäßig. Laut EuGH dürfen Regierungen im Übrigen einen Nutzen auch nicht herbeifantasieren. Sie müssen ihn belegen. Und einen Beleg für den Nutzen einer Vorratsdatenspeicherung gibt es nicht, auch nicht in der Version einer anlasslosen IP-Adressspeicherung. Außerdem hat die CDU offenbar die Einschränkung des EuGH nicht verstanden, wonach die Speicherfrist auf das äußerst Notwendige beschränkt sein muss. Bei Ermittlung schwerster Straftaten sollten Behörden aber so mit Personal und Ressourcen ausgestattet sein, dass sie IP-Adressen auch in ein paar Tagen abfragen können, wie es voraussichtlich das Quick-Freeze-Verfahren bei konkreten Verdachtsfällen ja auch vorsieht. Aber nicht ein halbes Jahr, meine Damen und Herren. Es ist schon ehrlich gesagt eine absolute Zumutung, ein EuGH-Urteil so auszureizen, dass es eine maximale Massenüberwachung ermöglicht. Dabei aber auch noch derart dilettantische Fehler zu machen, ist einfach nur noch peinlich. Wer greift denn freiwillig mehrfach immer wieder in das gleiche Klo? Das ist die CDU, meine Damen und Herren. Wenn es der CDU tatsächlich um den Schutz von Kindern vor Gewalt ginge, dann hätte sie in 16 Jahren Regierungszeit mehr dafür getan, mit Prävention derartige Gewalttaten zu verhindern. Stattdessen mussten wir in der Linksfraktion 16 Jahre lang gegen ständige Ausweitung anlassloser Überwachung und für Prävention und den Schutz von Kindern kämpfen. Ich bin froh über die klare Absage an jede Form anlassloser Überwachung im Koalitionsvertrag der Ampel, und ich hoffe, sie bleibt auch dabei. Ich bin auch froh, dass die CDU der Bundesregierung nicht mehr angehört. 15 Jahre rechtswidriger Versuche. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und 5 EuGH-Gerichtsurteile sollten reichen. Das tote Pferd Vorratsdatenspeicherung gehört nicht weiter geritten, sondern endgültig begraben. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Konstantin Kuhle. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir sprechen heute über die Bekämpfung von Straftaten nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der vergangenen Woche zur deutschen anlasslosen Vorratsdatenspeicherung. Und lassen Sie mich eine Bemerkung vorweg machen. Wir reden über eine bestimmte Form von Straftaten, nämlich den sexuellen Missbrauch an Kindern. Und diese Form von Straftaten gehört zu dem abscheulichsten und zu dem widerlichsten, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und wenn hier versucht wird, denjenigen, die sich gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung einsetzen, zu unterstellen, sie würden an der Seite von Kinderschändern stehen oder sie würden das sogar gutheißen, was da passiert, dann bewegt sich das im Bereich von eher abschneidenden Diffamierungen. Das will ich ganz deutlich sagen. Wir alle gemeinsam haben das Interesse und haben das Ziel,
sexuellen Missbrauch an Kindern zu verhindern und zu bekämpfen. Das glaube ich Ihnen und das sollten Sie uns auch glauben. Und den Opfern ist überhaupt nicht geholfen, wenn wir uns da auseinander dividieren lassen. Und ich bin ganz überzeugt davon, auch in vollem Respekt vor der praktischen Expertise unserer Sicherheitsbehörden, dass wir eine gute Lösung dieser Diskussion finden werden. In der vergangenen Woche hat der Europäische Gerichtshof eine ganz wichtige Entscheidung veröffentlicht und damit einen Meilenstein für die Bürgerrechte markiert. Eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist mit europäischen Grundrechten unvereinbar. Das zeigt noch einmal eine Massenüberwachung, bei der alle Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf ihre Verkehrsdaten, mit Blick auf ihre Standortdaten überwacht werden, passt nicht zu unserer Werteordnung. Und weil das so ist, müssen die Bundesregierung und der Bundestag jetzt das einzig Richtige machen, was aus diesem Urteil folgen kann. Und das ist, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung aus deutschen Gesetzen zu streichen, meine Damen und Herren. Und es hat ja in der Woche, in der wir jetzt sind, ein Treffen gegeben der Innen- und Justizminister in München. Und da habe ich teilweise gedacht, ich bin im falschen Film. Seit 15 Jahren sprechen wir in Deutschland darüber, dass die anlasslose Vorratsdatenspeicherung rechtswidrig ist. Seit 15 Jahren wissen wir, bestätigt durch mehrere Gerichtsurteile, dass dieses Instrument von den Behörden eben nicht eingesetzt werden kann. Und wir wissen dank der Zahlen, die hier gerade von der Kollegin Eichwede vorgetragen worden sind, dass die Aufklärungsquote gerade beim sexuellen Missbrauch bei Kindern trotzdem relativ hoch ist. Und jetzt kommt Marco Buschmann und macht Ihnen ein Angebot, wie man diese Aufklärungsquote auch noch steigern können. Und statt sich darauf einzulassen, lehnen Sie das ab. Da habe ich wirklich überhaupt nicht mehr verstanden, was mit den Innenministern in diesem Land eigentlich los ist. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen das ganz klar sagen. Wer sich einer Diskussion über den Quick-Freeze-Ansatz verweigert, der ist doch in Wahrheit das Sicherheitsrisiko, was er anderen vorwirft zu sein. Und deswegen sollten wir schnellstmöglich in eine Diskussion darüber einsteigen, diesen Quick-Freeze-Ansatz auf den Weg zu bringen. Und dann höre ich immer, IP-Adressen, das sei ja nicht so schlimm. Natürlich ist eine IP-Adresse ein sensibles Datum. Denn eine IP-Adresse ermöglicht in der Zusammenschau mit anderen gespeicherten Daten eine sehr genaue Auskunft darüber, wie das Surfverhalten einer Person im Internet ist. Und dieses permanente Gefühl des Überwachtseins passt nicht zu einer liberalen Demokratie. Diese Situation passt nicht zu einer freiheitlichen Gesellschaft. Und natürlich leben wir in Deutschland in einem freien Land. Natürlich haben wir einen funktionierenden Rechtsstaat. Aber wir müssen doch auch mal sehen, welchen Systemkonflikt wir gerade auf der Welt haben. Da geht es darum, dass Autokratien und Demokratien gegeneinander stehen. Und Demokratien werden diesen Systemkonflikt nur bewältigen, wenn sie auch bei der Verbrechensbekämpfung dazu stehen, was ihre eigenen Grundwerte sind. Und das gilt auch bei der Verteidigung der informationellen Selbstbestimmung und auch bei der Verteidigung der Privatsphäre. Und diese Debatte sagt doch so viel aus. Sie sagt doch so viel darüber aus, wie das Verständnis unterschiedlicher Fraktionen hier im Haus ist, wenn es um das Verhältnis von Staat und Bürgern geht. Es gibt Menschen, die wissen, dass bei zusätzlichen Freiheitseinschränkungen, und ja, es braucht Freiheitseinschränkungen, um Straftaten zu bekämpfen und zu ahnden, dass der Souverän von Freiheitseinschränkungen überzeugt werden muss. Und es gibt andere in diesem Haus, die glauben, dass man den Souverän mit Freiheitseinschränkungen überrumpeln kann, indem man eine Debatte ansetzt über sexuellen Kindesmissbrauch. Aber eigentlich will man die Vorratsdatenspeicherung einfach generell im deutschen Recht wiederhaben. Man will sie auch für andere Straftaten. Man will sie auch für Straftaten, wo Sie sich schon für eingeführt haben. Und deswegen ist das auch eine Masche, die Sie hier aufführen. Und dieser Masche werden wir nicht folgen. Wir werden als Ampelkoalition eine gute Lösung finden, einen guten Kompromiss zwischen Sicherheit und Freiheit. Wir werden die Aufklärungsquote bei der Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbrauch weiter steigern. Das sind wir den Opfern schuldig. Und wir sind es auch unserer Werteordnung schuldig, dass wir das in vollem Respekt vor der Freiheit, vor der informationellen Selbstbestimmung und auch vor dem Schutz der Privatsphäre tun. Herzlichen Dank. Ich grüße Sie an diesem Mittag und gebe das Wort dem Kollegen Dr. Günther Krings für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die heutige Debatte ist nicht die erste im Deutschen Bundestag zu Fragen der IP- und Verkehrsdatenspeicherung. Aber auch diese Debatte ist offenbar bitter nötig. Denn bis zum heutigen Tag werden Stunde für Stunde kinderpornografische Bilder und ekelerregende Videos hochgeladen. Und zu viele Missbrauchstäter können wir nicht zur Strecke bringen.
Und ich will daher meine Minuten nutzen, die Ampelbeiträge in dieser Debatte gern noch mal mit vier Hinweisen vom Kopf auf die Füße zu stellen. Erstens. Der einzige Ermittlungsansatz gegen Kindesmissbrauch ist in den meisten Fällen die IP-Adresse der Tätercomputer. Diese wirkt wie ein Autokennzeichen im Netz, nur dass sie eben jeden Tag dieses Kennzeichen gewechselt wird. Deshalb werden wir den Missbrauch nur dann wirksam und vollständig bekämpfen können, wenn wir es schaffen, dass diese Adressen gespeichert werden. Zweitens. Lesen Sie Gerichtsurteile bitte ganz. Sie jubeln mit Blick auf das EuGH-Urteil über die Unzulässigkeit eines wirksamen digitalen Fahndungsinstruments zum Schutz unserer Kinder. Sie mögen das feiern, wir tun das nicht. Für uns ist die gute Nachricht, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus der letzten Woche lässt genau die beschriebene Möglichkeit zur Speicherung von IP-Adressen zu, um damit schwere Straftaten bekämpfen zu können, meine Damen und Herren. Und ich hoffe doch, dass wir uns in diesem Hause zumindest noch darauf einigen können, dass es sich bei Kinderpornografie und Kindesmissbrauch genau um solche schwerste Kriminalität handelt. Da könnten Sie eigentlich klatschen, Sie tun es nicht. Daher wollen wir genau diese Möglichkeit des Urteils auch konsequent nutzen. Und es ist aufschlussreich, dass weite Teile dieses Hauses gerade diesen zentralen Teil des Urteils einfach ausblenden. Wer ein Gerichtsurteil so selektiv liest, wie Sie das tun, der missbraucht einen Richterspruch für seine politische Agenda. Das ist nicht in Ordnung. Drittens. Seien Sie nicht länger Teil des Problems, sondern werden Sie Teil der Lösung. Seit weit über einem Jahrzehnt höre ich in diesem Hause von den Grünen, von der FDP, von weiten Teilen der SPD immer die gleiche Kampfrhetorik gegen die Verkehrsdatenspeicherung. Wir nehmen die Entscheidungen des Verfassungsgerichts, des Europäischen Gerichtshofs ernst und arbeiten auf ihrer Grundlage an neuen Strategien zur Kriminalitätsbekämpfung. Ihnen fällt seit Jahren nichts anderes ein als die Vorratsdatenspeicherung muss weg, wie das hier so ausgedrückt wird. Das ist Muss-weg-Politik ohne eine Antwort, was stattdessen kommen soll. Herr Kollege Krings, möchten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. von Notz zulassen? Aber doch sehr gerne. Geschätzter Kollege Krings, vielen Dank für das Zulassen der Zwischenfrage. Herr Krings, 16 lange Jahre, 16 lange Jahre hat die Union das BMI inne gehabt. Und Sie waren ja mit in Verantwortung. Wer soll Ihnen eigentlich noch abnehmen, nach all den Beteuerungen, dass Ihre Gesetzesvorschläge im Bereich der Vorratsdatenspeicherung aber diesmal wirklich verfassungskonform sind? Ja, aber diesmal wirklich. Ja, wenn das hier Ihr Vortrag ist, nachdem Sie zum fünften Mal vor höchsten Gerichten gescheitert sind, und jetzt einfach redundant denselben Kram erzählen, den Sie die letzten Jahrzehnte hier erzählt haben. Und ich sage Ihnen mal eine Sache. Sie legen hier sozusagen mit dem Impetus, es geht ja tatsächlich um ein sehr ernstes Thema, aber erklären Sie mir mal die Diskrepanz zwischen dem ernsten Thema, das wir hier verhandeln, und Ihrem dünnsten, zweiseitigen, lieblosesten Copy-and-Paste-Antrag, den Sie hier vorlegen, in dem Sie überhaupt nicht auf das Gerichtsurteil eingehen. Sie beantworten all die relevanten Fragen nicht. Es ist ja mega voraussetzungsvoll, wie IP-Adressen gespeichert werden. Deswegen legen Sie mal da, genau anhand des Urteils, wie Sie das umsetzen wollen. Dann kann man vielleicht in eine ernsthafte Diskussion kommen. Sonst hat man den Eindruck, dass Sie einfach redundant das fordern, was Sie immer fordern und mit dem Sie mega unerfolgreich waren. Herzlichen Dank. Es ist ja ein beliebtes rhetorisches Mittel, wenn man in der Sache keine Argumente hat, ad personam zu argumentieren. Das kann man machen. Das kann man machen. Auch ich bin nicht glücklich mit allem, was wir im Innenministerium in den letzten Jahren machen konnten, weil wir hatten die ganze Zeit Koalitionspartner, die manche Dinge nicht ermöglicht haben. Sie greifen mit Ihrer Einlassung zugleich 12 Jahre SPD und 4 Jahre FDP-Mitregierung an. Das können Sie in der Ampel diskutieren. Aber ich habe mehr Spaß daran, in der Sache zu diskutieren, und Sie hoffentlich eigentlich auch. Und die Zahl von Gerichtsurteilen zu zählen, ich meine, es gibt so einen schönen Satz, Judex non calculat, ist noch nie ein starkes juristisches oder politisches Argument gewesen. Sondern entscheidend ist, dass man aus einem Urteil die richtigen Konsequenzen zieht, setzt allerdings voraus, man liest es, und zwar vollständig.
Und ich könnte jetzt eine Reihe von Randziffern des Urteils zitieren, aber vielleicht reicht es das fettgedruckte Teil. Das ist ja etwas einfacher vielleicht aufzunehmen, auch wenn vielleicht Teile der Ampel schon überfordert sind mit einem zweiseitigen Antrag von uns. Der dritte Spiegelstrich bei den Schlussfeststellungen sagt eindeutig, dass zur Bekämpfung schwerer Kriminalität natürlich eine IP-Adressenspeicherung möglich ist. Wir bewegen uns hundertprozentig auf der Grundlage des Urteils. Auch wir haben in der Fraktion auch mit Richtern gesprochen, mit Europarechtsexperten. Die Sache ist glasklar. Diese Möglichkeit besteht. Sie wollen sie nicht nutzen. Dann sagen Sie das offen. Sie wollen sie nicht nutzen. Das kann man politisch wollen. Die rechtliche Möglichkeit ist da. Wir wollen sie nutzen. Es ist hier in der Frage nicht des rechtlichen Könnens, sondern des politischen Wollens. Und diese Entscheidung muss hier in diesem Parlament getroffen werden, meine Damen und Herren. Und wenn ich fortfahren darf, Frau Präsidentin, kommen Sie mir bitte auch nicht immer wieder mit dem Ablenkungsmanöver Quick Freeze. Denn dadurch würde eben nichts verbessert. Es nützt halt nichts, wenn Sie die IP-Adresse von letzter Woche brauchen für die Tataufklärung, aber erst heute den Gefrierschrank befüllen. Sie halten mit diesem Thema der Öffentlichkeit hier seit Jahren einen bloßen Pappkameraden hin. Einfrieren, meine Damen und Herren, können Sie damit allenfalls Ihr eigenes schlechtes Gewissen. Und viertens, reden Sie bitte mit Praktikern. Dass es gar nicht so schwer ist, auf einen konstruktiven Kurs umzuschwenken, zeigt Ihnen doch Ihre eigene Bundesinnenministerin. Und das zeigen Ihnen übrigens auch, wie eben gesagt worden ist, dankenswerterweise, Ihre eigenen Landesinnenminister. Die Hälfte aller Landesinnenminister sind SPD-Innenminister. Und auch die sind der Auffassung, IP-Datenspeicherung ist nicht nur möglich, sondern auch richtig. Und das Gleiche sagt in einem bemerkenswerten Interview Ihr Fraktionskollege aus dem Rechtsausschuss der SPD, Herr Fiedler. Eigentlich komisch, dass er heute in der Debatte nicht sprechen darf. Er ist zumindest da. Schön, dass Sie da sind. Tolles Interview. Und Sie sind unsere Auffassung. Dafür ganz herzlichen Dank. Die Innenministerin fordert inzwischen die IP-Adressenspeicherung, weil sie nämlich einfach mal mit Praktikern im Bundeskriminalamt gesprochen hat. Und deshalb wäre es schön, wenn etwa auch der Bundesjustizminister einmal sozusagen aus dem Elfenbeinturm seines Ministerbüros herabsteigt und mit Praktikern spricht. Und ich finde, die Strafverfolger werden dann schon ihm erzählen, über welche grausamen Realitäten es sich hier handelt. Wobei das, glaube ich, ist gar nicht hier nur der entscheidende Punkt. Der zweite Punkt auch, was sie brauchen, was sie als Instrumente brauchen, um diese Taten wirksam bekämpfen zu können. Ich glaube, das muss man einfach akzeptieren, das auf sich wirken lassen. Und entsprechend, glaube ich, würde man die Meinung ändern. Meine Damen und Herren, hier im Deutschen Bundestag muss die Ampel jetzt Farbe bekennen. Wollen Sie die immer noch Hunderte und Tausende von Fällen, auch wenn es weniger geworden sind, unaufgeklärten, fortgesetzten Kindesmissbrauchs einfach mit einem Achselzucken hinnehmen? Oder sind Sie bereit, gemeinsam mit uns die Computer-IP-Adressen als wirksame Waffe zum Schutz und zur Rettung gepeinigter Kinder einzusetzen? Ganz einfache Frage. Mein Appell: Entscheiden Sie sich gegen Ignoranz und für Kinderschutz. Vielen herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt der Kollege Dr. Jens Zimmermann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute, Klammer auf, mal wieder, Klammer zu, über die Vorratsdatenspeicherung. Und man könnte sagen, das ist ein guter Anlass. Wir haben das in verschiedenen Ausschüssen diese Woche auch getan, weil wir das Urteil des Europäischen Gerichtshofs haben. Aber der Anlass ist ja nicht, dass wir hier mal eine muntere Selbstbefassung machen. Das wird jetzt vielleicht gerade aus dieser Debatte, sondern dass die Union ganz schnell und fix hier einen Antrag gestrickt hat. Aber es ist eben schon deutlich geworden, der Kollege von Notz hat darauf hingewiesen, der ist ja jetzt nicht sehr dick geraten. Der hat zwei Seiten und ist auch nicht sonderlich ausgegoren. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, ob dieser Antrag, diese Ernsthaftigkeit, die Sie bei der Debatte einfordern, ob der den auch nur ansatzweise widerspiegelt, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und wir sprechen heute deswegen auch über Sicherheit und über den Schutz von Kindern und über Maßnahmen, die der Staat ergreifen kann, um diese zu schützen. Und ich glaube, alle Rednerinnen und Redner aus allen Fraktionen haben deutlich gemacht, dass das ein gemeinsames Anliegen ist. Aber das will ich auch sagen, man muss natürlich auch mal schönes neudeutsches Wort, den Track Record der Union anschauen. Und der ist in diesem Bereich ja wirklich verheerend, meine Damen und Herren. Das, was Sie in den letzten 16 Jahren in dem Bereich erreicht haben. Und Sie sagen ja so schön, hätten Sie nicht mit der FDP regieren müssen, hätten Sie nicht mit der SPD regieren müssen, dann hätten Sie noch viel mehr hinbekommen. Aber das Wenige, was Sie da machen wollten, überall, wo viele sich die Hände schon über dem Kopf zusammengeschlagen haben, das ist doch alles vor Gerichten gescheitert. Also, das ist doch irgendwie ziemlich unlogisch, was Sie hier präsentieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und immer wenn wir diese Abwägung haben von Sicherheit und von Freiheit, vom Eingriff in Bürgerinnenrechte um den Schutz anderer, das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, da brauchen Sie doch nicht so zu brüllen. Der Punkt ist aber doch, das setzt immer auch Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in diesen Staat voraus. Und wenn ich mir dann mal, Stichwort Ihre Bilanz anschaue, wenn Sie dann Leute wie ein Hans-Georg Maaßen in wichtige Funktionen setzen, die an der ganz sensiblen Stelle von Sicherheit und Bürgerrechten sind, dann müssen Sie sich doch nicht wundern, dass niemand mehr Vertrauen hat in Sie bei diesem Thema, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ein Fakt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber mir ist vor allem eins wichtig. Wenn man das Thema sich die Fakten anschaut, dann muss doch an vorderster Stelle, und das ist ja auch Ihre Anfrage gewesen an das Bundesinnenministerium, das für Transparenz gesorgt hat, man muss doch mal an vorderster Stelle einen großen Dank an alle Ermittlerinnen und Ermittler setzen. Denn das Bundeskriminalamt und die Ermittlerinnen und Ermittler haben in den letzten Jahren Jahr für Jahr die Festsetzung, die Feststellung von IP-Adressen von Nutzerinnen und Nutzern von IP-Adressen nach oben getrieben auf 96,5% im letzten Jahr. Deswegen sage ich ganz klar einen herzlichen Dank an diese harte Arbeit, die dort geleistet wurde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist die Situation, die wir aktuell haben. Und da können Sie noch so viel brüllen. Das sind ja die Zahlen, die Sie angefordert haben. Die müsste man natürlich auch mal verstehen. Das würde bei der ganzen Geschichte helfen. Und das der Europäische Gerichtshof, wir hadern ja alle immer mal mit höchstrichterlicher Rechtsprechung. Aber am Ende des Tages müssen wir das auch zur Kenntnis nehmen. Und es hilft auch nichts, dann da Krokodilstränen zu vergießen, sondern wir haben jetzt vom Bundesverfassungsgericht, vom Europäischen Gerichtshof einen ganz klaren Rahmen, in dem wir arbeiten müssen. Und erster Punkt ist, die Vorratsdatenspeicherung, wie Sie sie immer haben wollten, ist weder mit deutschem noch mit europäischem Recht vereinbar. Und die Dinge, die der Europäische Gerichtshof am Ende in seinem Urteil als Alternativen aufmacht, die hat die Bundesregierung und die haben die Koalitionsfraktionen bereits im Koalitionsvertrag aufgeführt. Natürlich das Thema Quick Freeze, Herr Kollege, das Thema Quick Freeze hat ja sogar der EuGH, der hat es zwar nicht Quick Freeze genannt, aber ist doch ganz klar, das ist da drin, das werden wir umsetzen, das ist ein wirksames Instrument, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und insofern, ich lese Ihnen auch gerne noch mal vor, was wir vereinbart haben. Wir werden die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung so ausgestalten, dass Daten rechtssicher, anlassbezogen, nicht anlasslos und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können. Also ich glaube, diese aufgeregte Diskussion von Ihnen, da sage ich mal, da hätte ich mir mal einen Quick Freeze für Ihren Antrag gewünscht. Das hätte vielleicht geholfen. Ein Quick Freeze für Ihren Antrag, weil, das ist arrogant, Herr Kollege, arrogant ist es,
zwei, drei Tage nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes mir nichts, dir nichts, einen kleinen Quick-and-Dirty-Antrag hier reinzubringen, um genau diese Debatte, die jetzt hier läuft, zu provozieren. Sie haben kein Interesse an einer pragmatischen Lösung. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich sehr dankbar dafür, dass Minister Buschmann und Ministerin Faeser einen Vorschlag vorlegen werden, der europarechtskonform ist und deswegen den Kampf gegen Kindesmissbrauch endlich voranbringen wird und uns nicht weitere 16 Jahre behindern wird wie Ihre Arbeit. Herzlichen Dank. Gereon Bollmann spricht jetzt für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich denke, der bisherige Verlauf der Debatte erweist, dass wir uns alle zumindest in einem Punkt sehr einig sind oder einig sein dürften, dass nämlich die sexualisierte Gewalt an Kindern eines der abscheulichsten Verbrechen ist. Das ist eigentlich ziemlich klar. Und auch, dass deren Bekämpfung ein äußerst wichtiges Ziel von Politik ist, steht wohl auch nicht in Frage. Der Datenschutz ist es aber auch. Und weil er es ist, haben eben in der letzten Woche wieder einmal zwei Regierungen vor dem Europäischen Gerichtshof Schiffbruch erlitten, die französische und die deutsche. Beide Regierungen hatten die Freiheitsrechte der Bürger einmal mehr nicht hinreichend in den Blick genommen. Deshalb brauchen wir jetzt eine sorgfältige Abwägung von Rechtsgütern und keinen Schnellschuss der Anhänger eines Überwachungsstaates. Schon jetzt lassen sich drei von vier Fällen von sexualisierter Gewalt an Kindern aufklären. Die amerikanische Kinderschutzorganisation NCMEC überwacht nahezu sämtliche Netzaktivitäten in dieser Richtung. Von dieser Organisation erhält das BKA die erforderlichen Daten, und zwar ganz ohne Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Niemand kann doch seriös vorrechnen, wie hoch die Aufklärungsquote wäre, wenn sämtliche IP-Adressen gespeichert werden. Kein Anlass also zu übertriebener Hektik. Vielleicht an dieser Stelle mal Frau Lindholz, Sie haben ja die Debatte mit Ihrem Vortrag eröffnet. Sie sind Fachanwältin für Familienrecht. Ich war Richter in einem Familiensenat im Oberlandesgericht. Wir sollten beide also wissen, wovon wir reden. Sie haben natürlich die Passage zutreffend zitiert, aber die Bedingungen, die zugleich in dem Urteil stehen, in dem von dem EuGH, die haben Sie nicht angesprochen. Wir haben sie hier von der Kollegin von den Linken referiert bekommen. Auch Herr Jacobi hat im Grunde darauf Bezug genommen. Das ist zulässig, aber eben nur bedingt. Was nämlich, Frau Lindholz, steht auf dem Spiel? Was steht auf dem Spiel mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin? Ich zitiere eine andere Stelle mal, also gut zuhören. Danach ist nämlich möglich, die Verkehrs- und Standortdaten, die 10 Wochen bzw. 4 Wochen lang gespeichert werden, sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben der Person, deren Daten gespeichert wurden, etwa auf Gewohnheiten des täglichen Lebens, ständige oder vorübergehende Aufenthaltsorte. Das ist doch die Folge, Dr. Krings. Tägliche oder in anderem Rhythmus erfolgende Ortsveränderungen, ausgeübte Tätigkeiten, soziale Beziehungen dieser Person und jetzt kommt das soziale Umfeld, in dem sie verkehren und insbesondere die Erstellung eines Profils ermöglichen. Zitat Ende. Liebe Kollegen, man kann nicht häufig genug betonen, dass dies fast ausschließlich Personen betreffen würde, die doch mit Kriminalität überhaupt nichts am Hut haben. Weiter heißt es in dem Urteil, dass die Bekämpfung schwerer Kriminalität zwar von größter Bedeutung sei, aber für sich genommen die Erforderlichkeit einer Maßnahme der allgemeinen und unterschiedslosen Vorratsdatenspeicherung nicht rechtfertigen könnte. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Aus genau diesen Gründen lehnen wir eine anlasslose Datenspeicherung ab. Nur bei hinreichendem Tatverdacht, und ich betone, nur mit richterlichem Beschluss sind Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung akzeptabel, nicht aber durch einen gesetzlichen Freifahrtschein. Vielen Dank. Unser Kollege Helge Limbert hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Union wiederholt heute ein altbekanntes Ritual. Unter der Überschrift Kinderschutz folgen rechtshistorische Ausführungen zur Vorratsdatenspeicherung. Keine einzige konkrete Forderung zum Kinderschutz in diesem Land und dann als einzige Forderung die Einführung der anlasslosen Massenspeicherung im Internet. Das ist erbärmlich wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen, und es ist auch falsch. Die Vorratsdatenspeicherung ist verfassungswidrig. Sie hat tief in die Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger in diesem Land eingegriffen. Sie gehört in der Tat ins rechtshistorische Seminar, aber nicht ins Bundesgesetzblatt. Im Bereich des Kinderschutzes, meine Kollegin Lob ist darauf schon eingegangen, hat sich diese Koalition viel vorgenommen. Das ist in der Tat in diesem Land auch viel zu tun, für uns alle. Niemand von uns kann doch in Wahrheit für sich in Anspruch nehmen, genug getan zu haben. Wir könnten diskutieren über die flächendeckende Einrichtung von Childhood-Häusern, wo Kinder in geschützter Umgebung aussagen können, über Konzepte zur Stärkung von Kindern, Nein zu sagen oder auch, wie wir Strukturen in Verbänden und Institutionen erkennen können, die Kindesmissbrauch begünstigen. Aber wenn Sie, liebe Union, ausgerechnet in der Woche, in der eine Studie zum Thema Missbrauch im Breitensport veröffentlicht worden ist, das Thema Kinderschutz hier auf die Tagesordnung zu setzen, ohne auch nur eine einzige Forderung oder einen einzigen Gedanken aus dieser Studie irgendwie aufzugreifen, weder in Ihren Reden noch in Ihrem Beitrag, sondern stattdessen einzig und allein sich fokussieren auf die anlasslose Massendatenspeicherung im Internet, dann darf uns das zumindest vorsichtig ausgedrückt verwundern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ist denn eigentlich der derzeitige Stand bei der Vorratsdatenspeicherung nach 16 Jahren Unionsinnenminister? Mein Kollege von Notz hat es gesagt. Es gibt sie schlicht nicht. 16 Jahre haben in diesem Bereich exakt nichts hinterlassen, quasi eine schwarze Null. Sie haben tief in die Grundrechte der Menschen in diesem Land eingegriffen. Sie haben dafür zu Recht Urteile aus Karlsruhe, aus Luxemburg kassiert, die Ihnen diese Eingriffe attestiert haben. Aber Sie haben eben nichts vorgelegt, was tatsächlich die Rechte von Kindern schützen würde oder den Ermittlerinnen und Ermittlern Instrumente an die Hand geben würde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Krings, Sie haben uns unterstellt, wir würden hier sagen, die Vorratsdatenspeicherung muss weg. Nein, das ist nicht wahr. Die Vorratsdatenspeicherung ist weg. Sie war, auch wenn es Ihnen nicht passt, in den letzten Jahren nie da. Und insofern muss es doch hier darum gehen, wie es der Kollege Kuhn und andere zu Recht getan haben, mal zu diskutieren, wie wir nach vorne kommen können, wie wir Ermittlungsinstrumente an die Hand geben können. Quick Freeze, liebe Kolleginnen und Kollegen, das schnelle Einfrieren von Daten im Internet ist natürlich auch ein Eingriff in Grundrechte, keine Frage. Aber erst anlassbezogen und im Einzelfall und nicht anlasslos und massenhaft. Und deswegen ist es ausgewogen und verhältnismäßig. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren doch gerade auf verschiedenen Ebenen, wie wir die Resilienz gegen Cyberangriffe stärken können. Cyberangriffe zum Beispiel aus Russland können natürlich nicht nur den Deutschen Bundestag treffen, sondern auch sämtliche Telekommunikationsunternehmen in Deutschland. Sie von der Union wollen, dass sämtliche Telekommunikationsunternehmen eine riesige Datenvorratskammer anlegen, wo die Kommunikation jede und jedes Bürgerinnen und Bürger in diesem Land lückenlos für 6 Monate rückverfolgbar ist. Das ist Ihr Ziel. Was machen Sie eigentlich, wenn diese Daten in falsche Hände gelangen, in die Hände ausländischer Geheimdienste? Liebe Kolleginnen und Kollegen, der beste Datenschutz ist Datensparsamkeit, weil es eben auch vor Missbrauch von Daten schützt. Und auch deshalb ist es richtig, dass wir das hier so nicht machen, wie Sie das vorschlagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat schon über Ausnahmen, die der Europäische Gerichtshof lässt, diskutiert worden. Und Herr Krings, der Vorwurf, das Urteil selektiv zu lesen, fällt auf die Union zurück. Als Ausnahme ist in der Tat erwähnt, dass für einen absolut notwendig begrenzten Zeitraum eine Speicherung denkbar wäre. Absolut notwendig begrenzter Zeitraum. Sie fordern allen Ernstes, für 6 Monate lang die Daten zu speichern. Herr Krings, wenn Sie ernsthaft glauben, dass das mit absolut begrenzter Zeitraum gemeint gewesen ist, dann bewegen Sie sich am Rande der Lächerlichkeit. Ein solches Gesetz würde zu Recht wieder von höchsten Gerichten diskutiert werden. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Gut. Es gibt keine Strafverfolgung um jeden Preis. Es darf keinen anlasslosen Generalverdacht geben. Wir werden für ein ausgewogenes Verhältnis von den legitimen Strafverfolgungsinteressen und den Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger sorgen. Die Fortschrittskoalition macht sich auf den Weg, und ich wäre froh, wenn die Union sich endlich konstruktiv an der Debatte beteiligen würde. Vielen Dank. Alexander Thrum ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist schon bemerkenswert, es ist eher
erschreckend, wie oberflächlich und teilweise auch kaltschnäuzig manche Redner der Ampel, insbesondere von FDP und Grüne, hier auch über das Leid von Kindern bei Kindesmissbrauch einfach hinweggeredet wird und ihr ideologisches Steckenpferd geritten wird. Das ist wirklich erschreckend. Und Herr Kollege Kuhle, kommt zu Ihnen. Mir ist diese Woche eine kleine Anfrage der FDP vom Dezember 20 in die Hände gefallen. Unter anderem Kuhle, Thome, Buschmann, Höferlin, die diese gestellt haben. Ich will mal versuchen, Sie mit Ihren eigenen Worten zu überzeugen, dass wir bei den IP-Adressen weiterkommen müssen, bei der anlasslosen Speicherung. Sie sagen, sexualisierte Gewalt, die sich gegen Kinder richtet, ist eine der schwersten Straftaten, die in unserer Gesellschaft vorkommen. Richtig. Deshalb unterfallen diese auch dem Urteil des EuGH, was die Ausnahme zur IP-Adressenspeicherung anbelangt. Schreiben Sie selber in der Vorbemerkung der Fragesteller. Und dann weiter Vorbemerkung der Fragesteller. Ziel einer effektiven Bekämpfungsstrategie muss es nach Ansicht der Fragesteller daher sein, das Entdeckungsrisiko für die Täterinnen und Täter spürbar zu erhöhen, Ermittlungen zu erleichtern und wirksam Prävention zu leisten. Alle drei Punkte sind am besten zu erreichen, wenn wir den Ermittlerinnen und Ermittlern das geben, was sie fordern, nämlich auch eine rückwirkende Speicherung der IP-Adressen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und gerade bei der Prävention, die beste Prävention ist, die Täter aus dem Verkehr zu ziehen und schnellstmöglich dann dingfest zu machen, damit zukünftige Taten verhindert werden. Und jetzt hat der EuGH Ihnen einen Weg hierzu, uns allen, aufgezeigt. Und eigentlich hätte ich gedacht, Sie feiern heute das Urteil des EuGH. So richtig amüsiert sehen Sie aber gar nicht aus, weil der EuGH hat nämlich mehr entschieden als das, was Sie nach Ihrer Ideologie wollen. Und jetzt können wir diskutieren und uns gegenseitig vorwerfen, Herr Kollege Buschmann, Herr Kuhle, dass wir, als wir 16 Jahre gemacht haben oder nicht gemacht haben, da waren Sie aber 4 Jahre dabei. Umgekehrt können wir sagen, dass Sie auch seit vielen Jahren auf ihrer Position beharren. Der EuGH hat sich bewegt. Er ist nicht mehr der reine Schutzpatron der Datenschützer und der FDP. Er hat gesehen, dass die zunehmende Zahl von sexualisierter Gewalt, insbesondere im Internet gegenüber Kindern, auch hier eine Öffnung erfordert. Und diese Möglichkeit gibt er uns. Wir dürfen schlichtweg, wenn wir es ernst meinen, dem Schutz von Kindern, nicht hinter diesen Möglichkeiten, die der EuGH uns alle gewährt, zurückbleiben. Das machen Sie aber mit Ihrem Vorschlag Quick Fees. Ich habe gar nichts dagegen, dass wir Quick Fees machen, weil da sind nämlich auch die Verkehrs- und Standortdaten dabei, nicht nur die IP-Adressen, aber eben nur für die Zukunft. Gar keine Frage. Aber alle Ermittlerinnen und Ermittler sagen uns, dass wir auch für einen gewissen Zeitraum in die Vergangenheit diese anlasslose Datenspeicherung haben und dann mit Richterbeschluss ausgelesen werden kann. Die Frau Innenministerin, die heute sicherlich sonst auch da wäre, aber aus bekannten Gründen heute nicht da sein kann, wir senden ihr Genesungswünsche, hat dies erkannt, nachdem sie im Amt war. Und Respekt, sie hat ihre Meinung geändert. Herr Kollege, Herr Minister Buschmann, machen Sie dies auch. Sie werden sonst Ihrer Aufgabe nicht gerecht. Und deswegen wird die Frage, wie Sie, oder der Umgang mit dieser Frage, der Lackmustest für die Ampel. Wie Sie es mit Schutz der Kinder ernst meint und ob Sie Sicherheit und Schutz für unsere Bevölkerung, insbesondere die Schwächsten, gewährleistet oder tatsächlich auf Ihren alten Ideologien herumreitet und Klientelpolitik betreibt. Nichts anderes machen nämlich Grüne und FDP. Letzte Bemerkung zum Nachdenken. Der Täter von Wermelskirchen, das ist der Täter, bei dem auch ein wenige Monate altes Baby Opfer wurde. Dieser Täter hatte Kontakt mit dem Haupttäter aus Münster, allerdings über einen Aliasnamen. Das hat man später herausbekommen, nachdem der Fall in Wermelskirchen bekannt wurde und ermittelt wurde. Man hat schon damals unter dem Aliasnamen versucht, eine IP-Adressenabfrage zu machen, allerdings ging die aus bekannten Gründen ins Leere. Man hätte, wenn es diese Regelung, die wir heute beantragen,
damals schon gegeben hätte. Und da waren ja, da können wir darüber diskutieren, das wissen Sie genau, dass die SPD es nicht mitgemacht hat. Wenn es sie gegeben hätte, dann hätten wir damals diesen Täter aus Wermelskirchen früher aus dem Verkehr ziehen können. Aber jetzt ist es Ihre Verantwortung. Und Sie haben die Verantwortung dafür, dass solche Fälle, dass solche Täter nicht frühzeitig ermittelt werden können, in Zukunft nicht mehr passieren, haben Sie die Verantwortung dafür, für alle Fälle, die in Zukunft stattfinden. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt den Wunsch des Kollegen Höferlin, mit einer Kurzintervention zu reagieren, weil er angesprochen wurde in der Rede eben. Bitte schön. Dankeschön, Frau Präsidentin. Die Vorratsdatenspeicherung ist tot. Lang lebe die Vorratsdatenspeicherung. Das ist der Tenor Ihres zweiseitigen Antrags. Und am Ende ist es so, dass Sie für die Vorratsdatenspeicherung schlichtweg immer neue Namen erfinden. Jetzt müssen Sie auch mal zuhören, wenn Sie die ganze Zeit auf zwei Seiten vortragen. Aus der Vorratsdatenspeicherung haben Sie in der Vergangenheit einmal die Mindestspeicherfrist gemacht. Heute nennen Sie es IP-Adressspeicherung. Am Ende muss ich Sie wirklich fragen, warum betreiben Sie immer noch Politik mit diesem Tunnelblick? Und Herr Throm, Sie haben mich angesprochen, das, was Sie zitiert haben, ist letztlich die Problembeschreibung, die wir der Fragestellung vorangeschrieben haben. Und am Ende frage ich Sie, wenn Sie sagen, wir würden alte Ideologien auf alten Ideologien herumreiten, so haben Sie es gerade eben genannt, frage ich Sie, was machen Sie seit 16 Jahren, nachdem Sie fünfmal krachend auf die Nase gefallen sind mit Ihren Vorschlägen zur Vorratsdatenspeicherung? Und Ihr Antrag hat ja auch Fragen über Fragen offen gelassen. Was macht man mit 6 Monaten? Warum nicht 12 oder 24 Monate? Warum nicht 5 Jahre? Mit Ihrem Beispiel könnte man auch länger speichern. Wie schützen Sie Personengruppen wie Anwälte, Geistliche, Journalisten, Abgeordnete, wenn Sie allen Vorratsdatenspeicherung machen? Sie riskieren doch mit Ihrem Vorschlag ein 6. Mal krachend zu scheitern. Und deswegen werden wir einen verfassungsgemäßen Vorschlag bieten, mit dem wir nicht scheitern, weil es ist besser, die Messer zu schärfen, die Straftäter zu ermitteln, als mit untauglichen, verfassungswidrigen Werkzeugen wieder zu scheitern und den Zustand und der 16 Jahre wiederherzustellen, nämlich gar keine Instrumente zu haben. Und das ist der Unterschied zwischen uns und Ihnen. Sie riskieren, wieder zu scheitern und nichts zu erreichen, während wir uns auf dem verfassungsmäßigen Boden mit schärferen Werkzeugen den Straftätern nähern, um sie dingfest zu machen. Herr Throm, Sie möchten gerne reagieren. Das steht Ihnen zu, bitte. Ja, danke, Herr Kollege Höferlin. Das war ja mehr eine Plenarrede als eine Zwischenintervention, die Sie hier gehalten haben. Ich habe aufgepasst, es waren unter 3 Minuten. Insofern war es im Rahmen. Ah ja, dann aber, Herr Kollege Höferlin, das hat man doch gerade gesehen, dass Sie wieder alles miteinander durcheinander schmeißen, indem Sie wieder von Vorratsdatenspeicherung in der Gänze sprechen. Das ist nicht Inhalt unseres Antrags. Und das ist auch nicht das, was der EuGH eröffnet hat. Der EuGH hat ausdrücklich in einer der 4 Ausnahmefälle eröffnet, dass bei schwerer Kriminalität, eine anlasslose Speicherung der IP-Adressen stattfinden kann. Und nichts anderes verlangen wir von der Ampel, von der Bundesregierung, vom Bundesjustizminister. Die Innenministerin will es ja sowieso. Und darum geht es. Wir wollen maximalen Schutz für Kinder und Jugendliche vor sexuellem Missbrauch und Kinderpornografie. Das glaube ich Ihnen, dass Sie es wollen. Aber Sie machen es nicht. Mit Quick Freeze haben Sie ein Mittel an der Hand, das für die Zukunft, im Übrigen nicht IP-Adressen, sondern Verkehrs- und Standortdaten auslesen will, also die ganz bösen Daten nach Ihrer Lesart, aber eben nicht die Möglichkeit gibt, Täter zu ermitteln für ihre Taten. Sie kennen den Fall, das ist jetzt nicht Kindesmissbrauch, von Hanau, von dem Attentäter von Hanau, wo auch nicht nachvollzogen werden konnte, welche 500 Personen auf seiner Homepage war, bevor er die Tat begangen hat, weil eben keine Auslesung der IP-Adressen möglich war. Und Sie kennen den Fall, den ich Ihnen gerade geschildert habe, von Wermelskirchen, mit denen Sie bei Quick Freeze scheitern werden. Und jetzt gestehe ich Ihnen zu, das habe ich in der Rede gesagt, die Positionen, die wir hatten und was der EuGH dazu gesagt hat. Ich fordere Sie aber auf, die FDP und die Grünen, auch ihre Positionen zu überprüfen und die Möglichkeiten,
die der EuGH uns allen Ihnen gegeben hat, tatsächlich auch zu nutzen. Sonst werden Sie auf Antworten nicht gerecht. Herr Kollege, jetzt waren Sie drüber. Aber Sie haben es fast geschafft. Eine Sekunde. Aber das soll erlaubt sein. Und jetzt hat der Kollege Dr. Thorsten Lieb das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns die Frage gestellt, wir haben es geprüft, wir bleiben bei unserer Position, wir gehen den Quick Freeze Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und schade, dass die heutige Debatte so völlig überraschungsfrei bislang verlaufen ist. Man hätte die Schallplatte von der Sitzung unmittelbar vor der parlamentarischen Sommerpause einfach hier ablaufen lassen können und wir hätten keine neuen Erkenntnisse gehabt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der vergangene Dienstag war ein guter Tag für die Freiheit und er war ein guter Tag für die Bürgerrechte. Die anlasslose, allgemeine und unterschiedliche Vorratsdatenspeicherung von Verkehrs- und Standorten ist endgültig Geschichte, Rechtsgeschichte, und das freut mich als Rechtshistoriker ganz besonders, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, einen rechtssicheren Vorschlag zu unterbreiten für eine anlassbezogene Vorratsdatenspeicherung, die durch richterlichen Beschluss dann eben entsprechend auch abgesichert werden kann. Und jetzt ist der Zeitpunkt dafür gekommen. Ich freue mich darauf, dass das Ministerium einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten wird. Und das ist vor allem deswegen erforderlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit wir endlich ein wirksames Ermittlungsinstrument in die Hand bekommen. Die Wahrheit ist doch nach wie vor, wir haben Stand heute nichts, aber auch gar nichts, und immer wieder Krokodilstränen über etwas zu weinen, was überhaupt nicht durchsetzbar und einsetzbar ist, das hört endlich auf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es bringt uns keinen Deut weiter. Es gibt nichts im Moment, und wir sorgen dafür, dass es etwas gibt in der Zukunft. Das ist unsere Aufgabe, das schleunigst zu ändern. Und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, sollten doch endlich dem Fetisch anlassloser Vorratsdatenspeicherung entsagen. Es gibt heute leise Andeutungen in der Diskussion, aber es sollte doch jetzt wirklich gut sein. Und es wäre klug von Ihnen, wenn Sie mit dem nötigen Respekt vor der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs das endlich eingestehen und konstruktiv an vernünftigen Mitteln miteinander arbeiten würden. Jetzt haben Sie einen Antrag vorgelegt, und den habe ich mir natürlich sehr genau angeguckt. Und ist das eigentlich rechtssicher, was Sie vorschlagen, wie Sie behaupten? Ich sage nein. Sie fordern dazu auf, praxistaugliche Regelungen zur Speicherung von Portnummern zu treffen. Ich versuche es noch mal. Ich habe es schon mal gesagt. Portnummern und IP-Adressen sind technisch nicht das Gleiche. Sie schreiben hier etwas rein, zu dem der EuGH kein Wort verliert. Sie schaffen neue Rechtsrisiken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie fordern eine sechsmonatige Speicherverpflichtung. Ich lese Ihnen auch das noch mal vor aus dem Urteil, wenn Sie erlauben, Frau Präsidentin. Absolut notwendiger, begrenzter Zeitraum. Woran machen Sie denn fest, dass 6 Monate genau dieser Zeitraum ist? Nicht erkennbar aus dem Urteil. Wahr ist, Sie streben eine befristete, auf 6 Monate befristete, anlasslose Vorratsdatenspeicherung an, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist bestimmt nicht im Sinne des EuGH. Mit anderen Worten, Sie machen mit dem Antrag leider nichts anderes, obwohl die Diskussion, wie mehrfach angesprochen, in der Tat zentral wäre. Sie provozieren das nächste Verfahren vom Europäischen Gerichtshof. Sie provozieren die nächste Klatsche. Sie provozieren, dass die Sicherheitsbehörden auch zukünftig keine wirksamen Ermittlungsinstrumente in der Hand haben. Und damit gehen Sie genau im Gegensatz zu dem, was Sie mit Ihrem Antrag natürlich richtigerweise ansprechen. Wie bekämpfen wir effektiv sexualisierte Gewalt an Kindern? Das ist dringend notwendig, und da liefern wir. Deswegen klare Aussage von uns: Für die FDP-Fraktion ist dieser Antrag alles andere als zustimmungsfähig. Wir freuen uns auf den Vorschlag der Bundesregierung, auf das Angebot. Und dann gehen, wenn die parlamentarische Debatte darüber, wie eine echte, gute und rechtskonforme Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung erfolgen kann. Das ist unser Auftrag, und das werden wir als Ampel liefern. Herzlichen Dank. Christoph de Vries ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Liebsch,
Wer im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch von Fetisch spricht, der verhält sich in diesem Zusammenhang ehrlich gesagt unanständig und unangemessen. Das will ich an der Stelle einmal ganz deutlich sagen. Mir ist als Familienpolitiker, der ich hier heute sprechen darf, in der Debatte eins doch deutlich geworden. Wem es ein ernstes Anliegen ist, die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu schützen, wem es ein ernsthaftes Anliegen ist, die einzige verwertbare digitale Spur, die zu den Tätern dieser widerlichen Straftaten führt, auch zu nutzen, und wem es ein ernsthaftes Anliegen ist, den Kinderschutz über den Datenschutz zu stellen, wenn es um die Bekämpfung von Kindesmissbrauch geht, der darf sich und der kann sich der befristeten Speicherung von IP-Adressen in Deutschland nicht entziehen, meine Damen und Herren. Und ich sage ja, Herr Minister Buschmann, so einfach ist die Wahrheit, und das sage ich auch den Kolleginnen und Kollegen der FDP und der Grünen. Wir leben in einer Zeit im Moment, wo wir an allen Ecken und Enden ideologische Dogmen über Bord werfen, und zwar, weil es notwendig ist. Das gilt für Fragen von Waffenlieferungen, das gilt für den Wieder- und Weiterbetrieb von Kohlekraft- und Kernkraftwerken und vieles mehr. Und ich sage Ihnen, liebe Kolleginnen von der FDP, werfen Sie endlich Ihr Datenschutzdogma bei der Bekämpfung von Kindesmissbrauch auch über Bord. Das ist auch notwendig, meine Damen und Herren. Schöpfen Sie den gesetzgeberischen Spielraum zur Speicherung aus. Hören Sie auf die Innenminister der Länder, die das einhellig diese Woche gefordert haben. Und unterstützen Sie die Position der Bundesinnenministerin Faeser bei der verpflichtenden Speicherung von Verbindungsdaten. Ich sage ganz ausdrücklich an dieser Stelle, die Innenministerin Faeser hat die volle Unterstützung der Union bei diesem Thema. Und warum hat sie das gemacht? Sie hört auf die Experten vom BKA, auf die Landeskriminalämter, auf die Kinderschutzorganisation. Herr Justizminister Buschmann, hören Sie doch endlich auch auf die Experten. Sie würden wirklich was Gutes tun an der Stelle. Und das ist angesprochen worden. Ihr Quick-Freeze-Verfahren macht doch überhaupt keinen Sinn. Das sagen die Experten ebenfalls. Sie wollen Daten im Nachhinein sichern, die gar nicht mehr bestehen, weil sie die Speicherung nicht zulassen. Alles, was in der Vergangenheit liegt an Ermittlungsansätzen, könnten die Ermittler nicht mehr nutzen. Und deswegen ist das, was Sie sagen, auch keine Alternative, sondern das ist eine einzige Nebelkerze, die Sie in dieser Diskussion hier verbreiten. Und ich frage mich in dieser Diskussion, wo ist eigentlich die Familienministerin? Ich habe Ihre Stimme dazu bisher nicht vernommen. Die Innenministerin befürwortet die Speicherung, der Justizminister lehnt sie ab. Aber was ist eigentlich mit Frau Paus? Als Familienministerin ist sie auch die oberste Kinderschützerin in Deutschland. Und was hat sie dazu gestern gesagt? Wir haben sie in der Fragestunde dreimal gefragt, wie ihre Position ist. Darauf konnte oder wollte sie uns keine Antwort sagen. Mit Verlaub, meine Damen und Herren, das ist auch ein Unding in einer so zentralen Frage des Kinderschutzes in Deutschland. Sie kommen zum Schluss, bitte. Unser Anspruch als Union ist, jeden einzelnen Fall aufzuklären und den Kindesmissbrauch so vehement zu bekämpfen, dass das Angebot dieses widerlichen Materials im Netz sinkt, weil jeder Angst haben muss, erwischt zu werden, wenn er sich daran beteiligt. Und das ist unsere Maxime, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Der Kollege Sebastian Hartmann hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion! Mehr Sicherheit im digitalen Raum, das ist unser Ziel, und wir müssen und wir werden in unserem demokratischen Rechtsstaat dafür alles tun, schwere und schwerste Straftaten zu ahnden. Es ist etwas widersprüchlich, dass gerade die Union dies in Zweifel zieht, auch wenn sie selbst immer wieder bei dem Versuch gescheitert ist und versucht, ihre Verantwortung für diesen Bereich in den vergangenen 16 Jahren auf andere Koalitionspartner, die Dritten, irgendwelche Gerichte und so weiter abzuwälzen. Meine Damen und Herren, Sie werden damit keinen Erfolg haben. Und rechtsfreie Räume oder blinde Flecken, das werden wir in unserem demokratischen Rechtsstaat nicht zulassen. Machen Sie sich da keine Sorgen. Und deswegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die diese Debatte verfolgen, möglicherweise in Zweifel ziehen, an welcher Seite wir kämpfen und streiten, genau dieser Versuch, der hier versucht wird, diesen Anschein zu erwecken, das ist eine Unverschämtheit in der Debatte, und das weise ich in aller Entschiedenheit zurück, meine Damen und Herren. Und das Gegenteil ist der Fall. In der vergangenen Woche hat der Europäische Gerichtshof tatsächlich, und darauf haben wir schon im Koalitionsvertrag Bezug genommen, sein Urteil gesprochen. Und wir haben in unserem Koalitionsvertrag auch ausdrücklich festgestellt, dass dieses Urteil
unser Anlass sein wird, wenn wir beim anlasslosen Speichern von Daten sind, tatsächlich eine rechtssichere Regelung zu finden. Der Justizminister Marco Buschmann hat innerhalb von kürzester Zeit schon getwittert, es ist ein historisches Urteil. Herr Justizminister, in aller Offenheit, es ist natürlich in einer langen Folge von Entscheidungen ein weiterer Punkt und gibt uns deutliche Leitplanken vor, wie wir denn tatsächlich zu einer rechtssicheren Lösung kommen werden. Und darum auch die klare Ansage, die deutliche Erklärung. All das, was das EuGH-Urteil uns ermöglicht, um IP-Adressen rechtssicher zu speichern, werden wir auch zur Verfolgung schwerer und schwerster Straftaten tun. Es wird keinen Zweifel geben, meine Damen und Herren. Aber, und das ist die Grenze dessen, wir werden nicht dazu gehen, dass wir wieder etwas konstruieren, wo wir nur darauf setzen, dass es am Ende scheitert vor Gericht. Und das ist der feine und klare Trennstrich, den wir, meine Damen und Herren, eben bei der Verfolgung der schweren und schwersten Straftaten nicht gehen werden. Und es ist im EuGH-Urteil eindeutig erklärt worden, warum eine allgemeine Speicherung von IP-Adressen für zulässig erklärt werden, aber ein feiner Unterschied zwischen Verkehrs- und Standortdaten gemacht wird. Man muss es schon genau lesen. Die Randnummer 100 gibt uns hier den Hinweis auf. Verschiedene technische Verfahren haben wir sogar vorab, ob es die Login-Falle ist, ob es ein aktuell diskutiertes Verfahren Quick Freeze, das wir noch nachträglich definiert haben, auch aufgenommen. Und ich kann Ihnen versichern, und deswegen ist der Zungenschlag in dieser Debatte wirklich schräg. Wenn das Ziel so einend ist und Sie einen so dünnen Antrag stellen, dann geht es Ihnen nicht tatsächlich darum, eine rechtssichere Lösung zu finden, sondern Sie versuchen, diese Debatte zu missbrauchen, um von Ihrem eigenen Versagen in 16 Jahren abzuweichen. Und Sie versuchen, von Ihrem eigenen Versagen abzulenken und eine tatsächlich nicht gangbare Lösung hier zu finden. Und da ist der Unterschied zwischen sozialdemokratischer und christdemokratischer Innenpolitik, meine Damen und Herren. Und es widerstrebt mir ausdrücklich, und das muss ja wirklich noch mal in aller Klarheit, in aller Öffentlichkeit dargelegt werden, dass der Anschein erweckt wird, wir versuchen hier Regelungen und Möglichkeiten nicht zu nutzen, um die Begehung schwerer und schwerster Straftaten gerade bei den widerlichen Fällen des Kindesmissbrauchs zu ermöglichen oder zu begünstigen. Wenn das allen Ernstes Ihr Vorwurf ist, dann ist das keine Grundlage, um nur in die Nähe einer gemeinsamen Arbeit oder Zustimmung zu kommen. Korrigieren Sie sich, meine Damen und Herren von der CDU, CSU, oder wir haben keine Basis, um hier einen Meter voranzukommen. Das sage ich in aller Klarheit. Und uns ist auch bewusst, dass eine Speicherung, ob kürzer oder länger, auch ein nicht zu vernachlässigender Eingriff in unsere Grundrechte ist. Und genau das werden wir an dieser Stelle auch anders regulieren. Wir können uns auch nicht davon abhängig machen, dass möglicherweise private Dritte diese Daten speichern oder nicht. Und was auch nicht geht in der Debatte, ist, dass wir zulassen, dass dritte Staaten auf anderer Rechtsgrundlage möglicherweise Daten uns liefern. Das, meine Damen und Herren, kann nicht der Anspruch der Strafverfolgung sein. Ich bin der festen Auffassung, wir werden eine grundrechtsschonende Lösung finden, die auf der einen Seite die Grundrechte derjenigen, die von diesen schweren und schwersten Straftaten betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürger, das sind unsere Kinder, die in der körperlichen Unversehrtheit oder in ihrem Leben bedroht sind, dieses Grundrecht werden wir schützen und auf der anderen Seite die Grundrechte der anderen betroffenen Bürgerinnen und Bürger schonen. Das ist unsere Linie in dieser Debatte. Meine Damen und Herren, wir werden diese Frage in Einklang bringen. Wir werden das auch tatsächlich relativ zügig, ich gucke in Richtung des Justizministers, der im Übrigen eine Verabredung mit der Innenministerin hat, nun eine entsprechende Regelung auf den Weg bringen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir in den Beratungen des Innenausschusses und der weiteren beteiligten Ausschüsse diese an der einen oder anderen Stelle noch diskutieren werden, nachschärfen werden. Aber es wird keinen rechtsfreien Raum geben. Es wird keine Lösung geben, wo es nicht nachher möglich ist, die Straftäter dieser widerlichen Straftaten zu verfolgen. Es ist ein Unding, dass die Union uns mittelbar oder öffentlich das unterstellt hat, das weise ich in aller Klarheit für die Ampelfraktion zurück. So geht es nicht. Ms. Bakan ist die nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit nunmehr 15 Jahren wird uns erzählt, dass die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ganz einfach Straftaten aufdecken lassen könne. Das aber ist de facto falsch. Beispiele, die die Absurdität dieser Debatte zeigen, haben wir zuhauf und massenhaft, und wir haben sie auch hier im Haus gehört. Argumentiert wird immer mit den krassesten Fällen, nicht nur mit sexualisierter Gewalt. Herr Trom hat auch den Rechtsterrorismus angesprochen.
Aber wir können uns das auch mal ganz genau im Detail anschauen. Am Beispiel des NSU. Es wird nämlich immer wieder gesagt, den NSU hätte man verhindern können, hätte man die Vorratsdatenspeicherung gehabt. Wenn man sich das aber mal genauer anschaut, war doch Folgendes der Fall. Wir hatten circa 20 Millionen Verbindungsdaten. 14.000 Namen und Adressen wurden gespeichert. Und hat man die Täter ermittelt? Nein, man hat sie nicht ermittelt. Nach mehr als einer Dekade haben sie sich selbst enttarnt. Seit über 15 es beweist, dass das Argument nicht zieht, Herr Trom. Seit über 15 Jahren versucht die Union und das Innenministerium, Grüße gehen raus an Nancy Faeser, mit möglichst emotionalen Beispielen die Massenüberwachung der gesamten Bevölkerung durchzusetzen. Und fast genauso lang sagen uns höchste Gerichte, so geht es nicht. 2010, 2014, 2016, 2020 und jetzt 2022 sind Sie mit Ihrer Politik vor Verfassungsgerichten krachend gescheitert. Sie haben noch keinen Vorschlag vorgelegt, der in irgendeiner Form verfassungskonform war. Und jetzt mal im Ernst, wenn man fünfmal vor Gerichten gesagt bekommt, das Pferd, das man reitet, ist tot, dann sollte man endlich absteigen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, statt mal das eigene Verhältnis zum Rechtsstaat zu reflektieren, stellen Sie sich heute allen Ernstes wieder hierhin und machen einen offen verfassungswidrigen Vorschlag zu einer anlasslosen Vorratsdatenspeicherung, denn nichts anderes ist Ihre IP-Speicherung. Nichts anderes ist es. Wenn es Ihnen wirklich um den Kindesschutz ginge, dann würden Sie die Möglichkeiten auf den Tisch setzen, die meine Kollegin Frau Lob auch schon erwähnt hat, nämlich die, die seit 16 Jahren nicht behandelt worden sind. Und Herr de Vries, wenn Sie gestern bei der Regierungsbefragung zugehört hätten, dann hätten Sie gehört, wie unsere Familienministerin gesagt, doch, sie hat gesagt, dass sie gegen die anlasslose Massenüberwachung ist. Ich finde, das ist klar genug. Das Einzige, was Ihnen einfällt, ist weiter überwachen und weiter speichern, und das bei allen InternetnutzerInnen. Es zeigt, dass der Kompass, den Sie haben in Grundrechtsfragen, völlig verloren ist. Mit Quick Freeze und mit Login-Fallen, die wir haben, geben wir den Sicherheitsbehörden endlich grundrechtskonforme und zielgerichtete Instrumente an der Hand. Statt dass sie weiterhin auf Gerichtsentscheide warten müssen, die im 2- und 4-Jahrestakt von den Gerichten einkassiert werden, geben wir den Sicherheitsbehörden rechtssichere Instrumente an die Hand. Mein letzter Satz, ich empfehle... Der letzte Satz. Ich empfehle der Union mehr Selbstreflexion und inhaltliche Aufarbeitung. Dass das an diesem Antrag erkennt man, dass das dringend notwendig ist. Dankeschön. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 3687 an die Ausschüsse vorgeschlagen, die Sie in der Tagesordnung finden. Weitere Vorschläge sehe ich nicht. Dann ist das so beschlossen. Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 15, Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technik.